Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. So, wir rufen mal unser Pferdchen, um zu der nächsten Mission hinzureiten. So. Und ja, ne? Ein paar Nebenmissionchen noch machen und dann läuft der Hase. Bam, Junge, voll gerammt, so muss es sein. Ah, hier ist eine Statue von Ptolemäus. Ptolemäus, aber das ist mir egal. Ah, hier ist keine Zeit für, ich muss Nebenmission machen. Das ist wichtiger. Tut mir leid. So. Zack. Und zack. Zack. So, hier können wir mal absteigen. Und dann gucken wir mal, was geht hier. Bessere Arbeit gesehen als die von Onuris? Hä? Ach ja. Ich wünschte, ich könnte mir seine Waffen leisten. Kaufen? Hast du die Schlange von Serapis gesehen? Ja. Er ist so leicht wie eine Feder und schärfer als Sobeks Zähne. Mit so einem Speer könnte ich der Held des Amphitheaters sein. Eine Schande, was damit geschehen ist. In dieser Welt verletzt, dass sein Herz ganz sicher von Amit, der Verschlingerin, gefressen wird, wenn er stirbt. Das ist mal sicher. Man kann Sachen also auch aufwerten. Okay, cool. Jetzt will ich mal gucken. Verkaufen. Was kann ich denn so verkaufen? Unnötige Gegenstände erstmal verkaufen. Zack. Hat immerhin ein bisschen was gebracht. Ich weiß nicht, was unnötige Gegenstände sind. Warum ist das rot? Weil ich es ausgerüstet habe wahrscheinlich, ja. Na gut. Na gut. Kaufen. Was können wir denn kaufen? Ein Schild, Junge. Erst ab Stufe 20 ist der. Danke. Immer wieder ein Vergnügen. So, hiermit interagieren jetzt. Schlange von Serapis aus Trakon. Serapis, Mann von Isis, Gott der Toten, der diesen Speer in den Nil getaucht hat, um ihn leicht und zielsicherer zu machen. Serapis, der über einen sterbenden König wachte, der diesen Speer an der Kante der Nacht geschärft hat, auf dass er nie stumpf werde. Werkzeug, ich nenne dich Schlange von Serapis und weihe dich den Göttern. Ah, die Schlange von Serapis. Du kennst seine tragische Geschichte? Nicht die ganze. Jetzt schon. Bisschen. Oh, er war ein wahres Meisterwerk. Der Schaft, umwickelt mit wassergehärtetem Leder. Die Spitze, geschmiedet aus himmlischem Metall. Ich würde ihn gerne sehen. Unmöglich. Ich fertigte ihn für einen von Apollodoros Hauptmännern an, als ich in Zeiss lebte. Doch Sephetos Männer ermordeten ihn. Deshalb verließ ich die Stadt. Sepheto? Ja. Sephetu, der Feuerteufel, der mit Feuer und Furcht in Zeiss regiert. Einer seiner Stiefellecker stahl den Speer mit meinem Zeichen darauf. Unerhört. Kannst du ihn nicht zurückholen? Der Mann ist zu weit weg. Er ist auf einer von Sephetus Trieren auf dem Mariotsee. Ich hasse Tyrannen. Meine Reisen führen mich durchs ganze Land. Wenn ich ihn treffe, suche ich nach deinem Speer. Nichts wäre mir lieber, als von seinem Sturz zu hören. Wenn du es schaffst, gehört die Schlange von Serapis dir. Cool, alles klar, warte kurz. Ein gerechter Tausch, zack, erstmal verfolgen. 1500 Schrittmeter weit weg. Irgendwo hier. Alles klar, mach ich. Aber dann, warte mal. Warte mal, bevor wir das machen. Schauen wir erstmal noch die andere Quest. Vielleicht muss ich dafür auch ein bisschen weiter weg. Liegt in der Luft. Oh. Wie beschämend, Nepp. Der Gerber ist mein Ehemann. Er bringt diesen Gestank immer mit, wenn er aus dem Lager zurückkommt. Ist er jetzt hier? Sollte man meinen, dem Geruch nach. Wenn er hier ist, ist es noch schlimmer. Nimm keinen Anstoß daran. Wir alle müssen Arbeit tun, die uns nicht gefällt. Du hast recht. Mein Mann arbeitet hart. Aber er kann kaum die Nachfrage befriedigen. Man sagt, die Magi seien legendäre Jäger. Wenn du etwas Geld verdienen willst, dann geh zu ihm. Er freut sich bestimmt über Hilfe. Ich denke darüber nach. Wo kann ich ihn finden? Sein Jagdlager ist nordwestlich von Zau. Er wird dort ein paar Tage lang Häute gerben. Wenn es nur irgendwas gäbe, das hilft, den Gestank zu linden. Okay, das machen wir auch, aber wie gesagt, erstmal werde ich hier hingehen. Schnellreise. Und werde da hinfahren. Nee, warte mal, das wäre ja noch besser hier. Eigentlich scheißegal, zu welchem ich gehe. Ein von beiden einfach. Aber ich will zu dem. Ich hoffe, da ist natürlich ein Bötchen dran, weil sonst müsste ich da hinschwimmen, da habe ich keinen Bock drauf. Aber das müsste ich dann halt tun. Machst du nix. So, dann töten wir die alle.
Ich hab voll den kleinen Schild, ey. So, zack, wo ist er? Da ist er, haben wir gefunden. Da ist sogar ein Boot, guck mal. Cool. Na, wir springen einmal kurz ins Wasser und dann wieder raus, ins Boot und dann gehen wir dahin. So, zack. Dann holen wir uns das Bötchen und dann fahren wir zu dem Schiffchen. So. Wir vernichten. Oh, ich ramm die jetzt richtig hart weg. Pass mal auf jetzt, jetzt geht's los. Ich kann euch nicht helfen, tut mir leid, ich muss hier gerade hart abgehen und so. Ich töte dich, Medjay, und behalte deine Waffen als Trophäe! Na ja, mach mal. Zack. Hey, Bob. Huch. Zack. Siehst du schon etwas? Tot. Dieser Speer ist wunderbar. Ganz klar das Werk dieses Meisterschmieds aus Zau. Die Schlange von Serapis ist wahrhaftig eine Waffe für die Götter. Sonst ist hier nichts. Wo ist eigentlich mein Schiffchen hin? Steht da hinten, da muss ich schnell wieder hin. Tschüss. Ja, wobei, muss ich ihm jetzt noch irgendwas sagen? Nur die Quest ist vorbei, ne? Oh. Bayek bietet Nito einer Vorarbeiterin in Leotopis an, ihr zu helfen. Und dann, was? Ach, ich muss mich wieder. Ach du Scheiße. Ja gut, das wusste ich nicht. Dass ich mich also dann. Mache ich das auch gleich noch. Dürfte ja relativ fix gehen. So, wo ist denn der? Der ist hier. Das heißt. War das hier? Das kann sein. Ich weiß es nicht mehr genau. Warte mal, wo waren die Quest? Da. Mal gucken, wo die war. Die war relativ weit weg. Die war hier unten. Ja, warte, dann machen wir eine Schnellreise erstmal hier hin. So. Zack. Dann geben wir die Quest noch ab. Ich dachte, die wäre schon abgegeben. Das hätte sich erledigt. Aber dann halt eben nicht. Dann halt eben nicht. Lade schneller, komm schon. Lade schneller, schneller. Ladebildschirm, ich verprügel dich. So. Nito heißt sie. Den muss ich bei Dark Souls ja auch noch töten. Später dann. Jo, ich hoffe, das war's dann aber auch bei ihr. Es müsste ja eigentlich sich erledigt haben jetzt, ne? Vorarbeiterin, der Tunnel ist teilweise eingestürzt, aber ich konnte den Arbeitern helfen. Mein kleines Böhnchen und ich sind froh, dass du noch rechtzeitig vorbeigekommen bist. Na klar. Mögen die Götter dich tausendfach für deine Mühen segnen. Na klar. Pass gut auf dich auf und mögen die Götter dein Böhnchen segnen. Böhnchen? Heißt der auch Böhnchen nachher? Ist ja ein witziger Name. So. Quest, jetzt machen wir dicke Haut und jetzt gehen wir dahin. Okay, was ist das hier? Bayek sucht Apollodorus, um die im Exil lebende Königin des. Achso, stimmt. Richtig. Finde Damastes. Richtig. Das ist nämlich die Hauptquest für Level 12. Ist ja lächerlich, aber machen wir auch. So, hier muss ich hin, habe ich leider keinen wirklichen Reisepunkt. Deswegen gehen wir hier hin, müssen den Weg halt irgendwie dahin zurücklegen. Aber das kriegen wir auch hin. Waffen, Monturen und Fahrzeuge haben verschiedene Seltenheitsstufen, die du an ihrer Farbe erkennst. Violette Objekte sind selten, goldene sind legendär. Das heißt, ich habe ein legendäres Schwert, aber kämpfe mit einem seltenen. Das macht aber mehr Damage. Aber es ist auch um einiges teurer, das aufzuleveln. Und eigentlich würde sich das sogar lohnen für die 3700 Drachmen. Finde ich. Naja. Der Gelbe befindet sich, gut, ich bin ja dabei, da hinzugehen, mal gucken. Ah, hier sollte ich vorsichtig sein. Ach, Vorsicht. Vorsicht, Schmorsicht, sag ich mal, ne? Macht ja nix. Du musst da halt durch. Kannst du nix machen.
Ich vermute mal, ich soll ihm beim Jagen helfen. Oder so. Damit er dann wieder genug Leder zum Gerben hat oder so. Mal schauen. Oh, das waren aber dann relativ schnelle Nebenmissionen, sage ich jetzt mal. Ich ging rucki-zucki, ja. Schon mal weiches Leder. Vielleicht möchte er ja weiches Leder haben. Dann hätte ich natürlich direkt weiches Leder dabei. Da. Da ist er. Dann wollen wir da mal hin. Puh, ausgewichen. So. Verteidige den Gerber, alles klar, von dem Kroko. Na, gar kein Problem. Was habe ich denn für einen Pfeil gehabt? Nee, das ist irgendwie falsch. Halt dich fern von mir! Zurück! Ein Schuss. Kein Problem. Hab Dank, Reisender. Ich hätte nicht gedacht, dass die Götter mir heute Hilfe schicken. Ich dachte schon, dieses Biest frisst mich aus Rache für mein Handwerk auf. Was führt dich hierher? Deine Frau in Zao sagte, du brauchst vielleicht einen Jäger. Ja, ja. Zu wenig Rohstoffe und zu viel Nachfrage. Ich würde dich sehr gut bezahlen für die Häute, die ich brauche. Und für das Risiko, das du eingehst. Ich bin ganz Ohr. Ich brauche Hyänenohren, Krokodileier und einige Geierschädel. Moment. Wo brauchst du denn die Geierschädel? Daraus mache ich Kopfschmuck für die Priesterinnen der Isis. Sie zahlen gut. Krokodileier, also Babyeier oder Hodeneier? Muss man ja mal fragen. Wo kriege ich denn jetzt bitte was von Hyänen her? Wo sind denn hier Hyänen am Start? Geierschädel, Hyänenohren, aha. Hä? Jage Tiere für den Gerber und bring ihm die Tierteile, die er braucht. Dann brauche ich erstmal ein Krokodil, ne? Was bist denn du? Bist du eine Hyäne? Was ist das? Ne, ist glaube ich ein Löwe? Ich glaube, es ist ein Löwe. Egal, ich kann ja mal ganz kurz mit ihm reden, mal gucken, was er sagt. Vielleicht sagt er mir auch, wo ich die finden kann. Wo ist er hin? Da. Nun gut. Was hast du für mich? Ich habe noch nicht alles, was du wolltest. Kein Problem. Ich habe mehr als genug Arbeit, bis du mir alles bringen kannst. Na dann arbeite mal weiter, mein Freund. So. Hier sind doch bestimmt noch mehr Krokodile. Da hinten. Da siehst du doch. Da siehst du doch, aber die sind sehr weit weg. Ist hier in der Nähe nicht irgendwo noch ein Krokodil am Start? Komm schon. Das halte ich ja nun für ein Gerücht. Keine Krokodile. Nee, aber das sind ja Hippos, ne? Aber wo kriege ich denn auch, also das ist ja auch so ein Ding, wo kriege ich denn bitte Hyänen, wo, und Geierschädel? Was sind denn, also wo genau sehe ich denn Geier? Ich sehe hier Adler, aber Geier? Keine Ahnung. Ey, dass es hier keine Krokodile gibt, ist ja eine Frechheit. Also gut, keine ist ja gelogen, aber... Du bist kein Geier, du bist ein Flamingo. Okay. Dann scheiß drauf, ich werde mir jetzt dieses Boot da nehmen. War hier nicht ein Boot, genau, da war ein Boot. Ich fahre zu den Krokodilen, töte das eine Krokodil und hoffe, der hat Eier. Wenn nicht, bist du doof. So, mal gucken.
Ah, ich muss aufpassen, sonst falle ich hier gleich runter. Scheiße. Na, warte. Mann. So, tot. Warte. Auch tot, okay. Und ich habe die Eier. Juhu. Nein, das ist zu weit weg. Da muss ich jetzt reinspringen und mir das noch holen. Okay, jetzt brauche ich Hyänenohren. Ja, wo auch immer ich Hyänen herfinde, ich habe absolut keinen Plan. Na gut, Geier fliegen hier ab und zu mal rum, gehe ich von aus. Also da muss ich, glaube ich, einfach nur zurück an Land und gucken, wo die Vögel sind. Und hoffen, dass ein Geier mit bei ist. Und Hyänen muss ich tatsächlich suchen. Das weiß ich leider nicht, wo man die findet. Hoppala. Na, das wollte ich nicht. So, wo finde ich Geier? Also hier fliegen ja immer Vögel rum, aber das sind ja keine Geier, oder? Also das sind Flamingos. Sehe ich eindeutig. Nee, du bist keine Hyäne. Der ist tot. Voll geil. Ist zwar nicht das, was ich brauche, aber vielleicht kann ich ihn ja verarschen. Oh, hier. Bist du eine Hyäne? Nee. Hm. Bla. Du bist ein Geier, oder? Wo ist denn der? Wo ist das? Hä, wo ist das Kack hin? Ohne Spaß, das würde ich gern markieren. Irgendwo hier in diese Richtung ist es gelaufen. Geflogen. Laufen, fliegen, mein Gott, wo ist der Unterschied? Boah, ich habe nur einen Schuss gebraucht. Nice. Ist jetzt die Frage, war das ein Geier? Nee, irgendwie nicht. Hm. Ja, keine Munition mehr. Keine Munition. Okay, ich würde vermuten, das ist sogar eine Quest, die braucht ein bisschen, bis ich alles habe. Kann ich mir vorstellen. Weil ich jetzt leider auch nicht genau weiß, wo ich das alles finde. Hm. Ist halt doof, ne? Das Ding schläft, aber ich glaube, das ist auch keine Hyäne, das ist auch eher ein Leopard oder ein Löwe oder sowas. Es gibt aber ganz viele Hyänen. Also Hyänen gibt es ja auf jeden Fall. Habe ich ja schon gegen gekämpft und habe die auch schon kaputt gemacht und so. Aber naja. Hm. Ach, der ist tot. Mal dann. Tja, gut. Ich glaube, das ist so eine Quest, die macht man dann irgendwann mal fertig. Geschmackte Stiche, bla bla bla, Magi, bla bla bla. Gut. Dann komme ich hier so erstmal gar nicht weiter, glaube ich. Und würde sagen, ich werde in der nächsten Folge einfach hier hingehen, Machtmissbrauch, gucken, was hier abgeht. Und ich glaube, die werden wir so nach und nach machen. Ich muss halt gucken, dass ich die richtigen Vögel, die richtigen Tiere töte. Ein Geier zum Beispiel. Ich glaube, ein Geier könnte ich hier vielleicht finden, in der Wüste. Mal gucken. Und eventuell auch Hyänen. Schauen wir mal. Also das wäre dann machbar. Ich bedanke mich erstmal bei euch. Wir fahren jetzt darüber, gucken, was Machtmissbrauch sagt, ja, was da passiert. Und dann noch die andere Quest und dann geht's weiter. Und bis dahin. Ich habe keine Feinde mehr, aber gut, haut rein.